Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, ich habe schon ein bisschen gefettfingert. Ich bin schon mitten in der beim Abrufen der Belohnungen. Es ist wieder nur Gold 2 geworden, aber diesmal habe ich nicht alle Spiele gespielt. Ich hatte am Sonntag um 1 in der Früh einfach keinen Bock mehr. Und ja, dann machen wir weiter. Gold 2, 2 Spielerwahlobjekte, seltene Goldpack, 2 Megapacks. Die machen wir später auf. Dann holen wir noch die Division Rivals. Ich glaube, das sollte Rang 1 sein. Nehmen wir die Untauschbahn. Für mehr Packs. Ja. Mit diesem Team spiele ich gerade wegen den Aufgaben für die Icon Swaps. Und es ist so scheiß schwitzig. Ich bin schon in die Liga abgestiegen. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen zum Abholen. Saisonfortschritt. Da bekommen wir ein Jumbo Premium Goldpack. Meilensteine. Da gibt es ein paar 2 Spielersets. 4 insgesamt, was ich abholen kann. So, eines noch. Oder auch nicht. Doch, eines ist noch. Dann, was ist noch zum Abholen? Achso, die Ligue 1 habe ich abgeschlossen. Beenden und später kümmern und... Was habe ich noch abgeschlossen? Bundesliga. Bis zur Weekend League wird sich für die leider nicht mehr ausgehen. Da wird es interessant sein, wenn ich spiele. In der Innenverteidigung im Gomez. Dann schauen wir uns nochmal das Team of the Week an. Das Beste bis jetzt, wie ich finde, bevor wir die Player Picks angehen. Lewandowski, Neymar, Nainggolan. Die hat auch gute Werte, der Van de Beek. Dem Latke hat sich nicht so gefreut über ihn. Dallas auch top. Dann Ricardo Pereira. Auch richtig geile Werte, wenn man ihn anschaut. Und auf der Bank noch der eine 82er, der Oric. Also wenn ich den im Player Pick bekomme, freue ich mich auch. Das ist, ich glaube, die Definition von Super Sub in diesem FIFA. Und ja, dann gehen wir direkt in die Player Picks rein. Links oder rechts ist die Frage. Wo fangen wir an? Fangen wir mal links an. Und Messi? Na, aber Oric! Mein neuer Super Sub hoch hoch. Nur 4 Sterne Spezial bewegen, aber ist Super Sub. Kein Problem. So, jetzt Messi! Messi, Messi, Messi! Ah, Dallas! Nicht schlecht, aber kein Messi. Alles in den Verein. Dann ist halt eine Ikone in den 14 Packs. Machen wir als erstes die 2 Spielerpacks auf, die paar, was da sind. Nein, das wird der Kollege. In den Verein, dann das nächste 2 Spielerpack. Durchläufer, nein, das ist Rugani. Ich brauche Spieler für die Swap-Aufgaben. Von den Ligen, die ich noch nicht habe. 2 seltene Goldspieler. Das ist wieder ein Durchläufer, wenn ich es richtig erkannt habe. Ja, kein Walkout. Spanien, ZM, City, ah, 85er Rodri. Nicht schlecht aus einem Pack. Kann ich leben damit.
Und ein 83er noch dahinter. Da machen wir einen Jumbo Premium Goldberg auf. Läufer. Deutschland Bender. So. Irgendwas brauchbares. Steam Fitness Karten oder so irgendetwas. Nein. Ja, dann kommt das hier. Noch ein Durchläufer vielleicht? Nö. Das ist Kalada. Oder so ähnlich. So, das ist ein 80er. So, dann machen wir als nächster die normalen Megapacks auf. Das wird ein Durchläufer, glaube ich. Das ist ein Inform, oder? Italien. Torwart. Nö, was ist das Support? Ich erkenne das noch immer nicht. Buffon oder sowas, eine Legende ist deswegen wahrscheinlich. Ein 83er. Aber nichts, was ich für die Aufgaben gebrauchen kann. So, dann das nächste Megapack. Dann sind es nur mehr 7 Packs. Dann haben wir die Hälfte. Das wird gar nichts, glaube ich. Nein, kann man skippen. Ein 80er. Zumindest für Team Fitness. Ich brauche einmal wieder Backlack. So, dann sind es nicht mehr 7. Ja, da in der Reihe nach. Das wird ein Durchläufer. Aber wieder kein Walkout. Walker? Trent Alexander Arnold. Und ich glaube, die sind eh untauschbar, wenn ich mich nicht irre. Ja. So, dann das nächste. Dann kommen wir zum seltenen Goldback. Das ist auch ein Durchläufer. Aber wieder kein Walkout. Spanien. ZOM. Sabrina oder irgendwie so. Sabrina, ja. So, 5 seltene Goldback. Nach 2 Tafeln kommt sicher nichts. So ist es. Wie immer bei den seltenen Goldbacks. 81er. Seltene Spielerback, ein 50er Back. Komm, irgendwas. Das wird ein Durchläufer. Aber wieder kein Walkout. Bosnien, ein Checker. Ganz Mittelfeld, nein. Boah, hier ist der. 40er. 84er. So, dann gehen wir weiter mit einem seltenen Megapack. Und kommt da was? Ja, das ist auch ein Durchläufer, glaube ich. Oder doch, Deutschland. ZOM Özil, Havertz. Ja, die ganzen 83er, 84er helfen mir gar nichts weiter. Aber immerhin 6 Doppelte. Ja. So, seltene Spielerback, das vorletzte Back. Das wird auch eine Tafel. Aber wieder kein Walkout. Tafeln sind gut am Start, aber was soll ich mit einem Bartra? Champions League Karte nach. Und das letzte Pack, seltene Megapack. Jetzt hatten wir glaube ich 3 oder 4 Tafeln hintereinander. Ich mache mir gar keine Hoffnungen, dass ich irgendwas Gutes noch ziehe.
Das wird wahrscheinlich gar nicht. Oh, wird sogar ein Durchläufer. Komm jetzt, komm. Wieder nichts. EA, ich. Ah, rette jetzt, geh. EA, ich brauche wieder eine gute Karte. Ich will mein Team verbessern. So wird das nichts. 83er. Aber so sieht nun mal die traurige Welt aus. Man sieht nicht auf Wunsch was Gutes. So, naja. Das war's von diesem Back-Opening und der Belohnung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ciao, bis dann!